über den Kran und an ihm rüber. Vorsichtig! Los, los! Weiter! Spring, Mitchell! Du kennst doch deinen alten Sergeant noch. Bringen wir euch hier raus. Robert! Wie geht's weiter, Bosch? Nicht schießen! Wenn das mit eins nicht stimmt, jage ich dich persönlich. Ich irre mich nicht! Atlas 1, wie ist Ihr Status? Das Dach ist frei. Kein Zeichen von Ihnen. In Ordnung. Rein da. Jetzt! Du hast Fragen. Und es ist Zeit für Antworten. Bis jetzt haben wir uns im Schatten versteckt. Beobachtet. Gewartet. Wir wurden vor 4 Jahren gegründet. Eine multinationale Einheit der USA. Codename Sentinel. Unsere Mission? Die KVA-Angriffe zu untersuchen und dafür zu sorgen, dass so etwas nie wieder geschieht. Aber schon bald wurde klar, dass es eine noch größere Bedrohung gab. Ein Mann, der selbst in seiner eigenen Tragödie einen Vorteil suchte. Nach den Angriffen erreichte Atlas neue Höhen. Sie boten Sicherheit für Häfen, Schifffahrtswege, Pipelines. Nation für Nation trat ihre lebensnotwendige Infrastruktur ab an Jonathan 1. Wir realisierten zu spät, er hatte uns eingekesselt. Und jetzt, in den letzten 10 Tagen, gab es jede Menge ISA-Aktivität. Ein Begriff dominierte alles. Manticore. Atlas führt bereits etwas im Schilde. Aber wir wissen nicht, was. Es war riskant, dich rauszuholen. Aber du bist unsere beste Chance, rauszufinden, was Manticore ist und es zu stoppen. Wie sieht's aus, Mitchell? Bist du dabei? Da ist er. Gleich wissen wir, worauf wir uns einlassen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich wünschte, die Umstände wären anders. Es geht gegen unsere Kameraden, mit denen wir trainiert haben und gekämpft. Ich weiß, dass es schwierig ist, aber ihr müsst das vergessen. Das hier ist größer als wir alle. Team, wir haben grünes Licht für Operation Einsamer Wolf. Dank Mitchells Informationen wissen wir, dass Eins zu einem wichtigen Treffen auf seinem Anwesen reist. Ich leite das Einsatzteam und SEAL-Teams halten sich bereit für die Evakuierung. Eins hat oberste Priorität. Wir infiltrieren sein Haus und suchen Infos zu seinen Plänen. Bringen wir es hinter uns. Nox, wie läuft es? Ich bin gleich im Drohnennetz. Bin drin. Die Drohnenpatrouillen wechseln. Die Zeit läuft. Kingpin, wir sind an der Vordertür. Verstanden. Anklopfen. Haken bereit machen. Kingpin, wir rücken zum Kontrollpunkt 1. Verstanden. Wir haben euch auf dem Schirm. Fast da. Eins privates Anwesen.
Das kann man sich also für Tausende von Leichen kaufen. Ich werde eins aufspüren. Wir müssen dabei sein, wenn er Kontakt aufnimmt. Ilona, zu mir. Gehen wir. Mitchell, ich gebe dir erweiterte Realität. Zielverfolgung geht online. Okay, du kannst dein Ziel markieren. Optik ist okay. Ich synchronisiere dein Hart mit dem Drohnennetz. Wir registrieren alles im Umkreis von 500 Metern um das Anwesen. Gut, Mitchell. Geh zur Sicherheitszentrale und klink mich in ihr System ein. Nicht bewegen. Ziele links. Oh, bitte. Du bist echt wie das Fail an den Winde. Rüber ins Gebüsch. Erledigen wir den Letzten. Lass ihn rankommen. Es muss leise gehen. Mach ihn kalt. Okay, Mitchell. Die Sicherheitszentrale ist am Ende. Mach dich auf den Weg. Delta, mach deine Ruhe. Da unten ist was. Los, weg da! Drohne nähert sich. Achtung! Los, weg da! Es ist richtig klasse. Detroit war noch nie so sicher und so sauber. Gut gemacht. Rauf aufs Dach. Sie haben uns entdeckt. Ziel unten. Zivilisten zur Rechten. Ich hätte immer noch Sorge wegen der Strahlung. Danach hat vor 40 Jahren war die Stadt noch verfallen. Jetzt sind sie im technischen Bereich an dritter Stelle. Das Sicherheitssystem wird nur wenige Minuten ausfallen. Also keine Zeit vertrödeln. Mal sehen, ob der Abdruck seinen Preis wert war. Ladeabdrücke in den Anzug. Bin drin. Okay. Ich kann Ihre Kameras steuern. Gut gemacht. Raus da. Die Drohnen sind wieder online. Zurück aufs Dach. Beeilung, Mitchell. Cormac, wir haben uns eingeklinkt. Sehr gut. Mitchell, wir treffen uns vor Ains Arbeitszimmer. Ilona, du übernimmst. Verstanden. Mitchell, geh nach vorne. Bleib im Schatten. Okay, Mitchell. Es wird nicht leicht, nach drüben zu kommen. Du hast viele Möglichkeiten. Ich gebe Deckung. Wie geht's dir? Nein, ich habe reichlich Zeit. John bereitet sich auf ein Meeting heute Abend. Aha. Ich weiß. Nicht schießen. Er ist im Freien. Ja, genau.
Roger. Treffen in 10. Sie schicken Drohnen. Mission Abbrecher.